Herzlich willkommen an alle zu unserem Fachgespräch, was wir heute durchführen wollen, zum Thema Herausforderungen für den Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte ganz herzlich im Namen der Landtagsfraktion zu unserem Fachgespräch begrüßen. Natürlich auch im Namen von Josephine Paul, meiner Co-Vorsitzenden der Landtagsfraktion, im Namen von Arndt Glocke, Sprecher für Verkehrspolitik, im Namen von Johannes Remmel, Sprecher für Stadtentwicklung, der hoffentlich sich gleich noch zuschalten kann. Und natürlich auch im Namen von Norbert Rüße, unserem Sprecher für Umweltpolitik, der allerdings heute leider verhindert ist. Wir freuen uns sehr, dass Sie und ihr euch heute die Zeit nehmt für diesen Austausch. Und ich will auch ganz herzlich unsere Gäste begrüßen. Das ist einmal Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, mit dem, Oliver, ich glaube, das kann man so sagen, wir in einem sehr engen Austausch stehen seit Beginn der Krise eigentlich. Dann haben wir viele Telefonate geführt und uns eng abgestimmt zwischen Landtagsfraktion und der Bundestagsfraktion. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über die weiteren Gäste. Bondina Schulze, Bürgermeisterin in Rösrath. Auch wir haben uns ausgetauscht über die Schäden in Rösrath. Da bin ich gleich auch nochmal sehr gespannt auf deinen Bericht von vor Ort. Wir haben hier Wolfram Günther, Staatsminister in Sachsen für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Herzlich willkommen hier in Nordrhein-Westfalen quasi. Genau. Alexander Richter ist da Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen und Dr. Norbert Reinkober, Geschäftsführer der Nahverkehr Rheinland GmbH. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu diskutieren. Und ja, heute soll es um das Thema Wiederaufbau gehen. Die Hochwasserkatastrophe ist ja jetzt 7 Wochen her. Genau vor 7 Wochen hat der Deutsche Wetterdienst vor dem Hochwasser gewarnt. Und auch wenn es schon 7 Wochen sind, kann man, glaube ich, sagen, dass diese Katastrophe nach wie vor in Nordrhein-Westfalen sehr präsent ist. 49 Menschen sind gestorben in NRW, zahlreiche Menschen verletzt und traumatisiert. Viele Menschen haben massive immaterielle und materielle Schäden erlitten. Und auch politisch beschäftigt uns ja die Hochwasserkatastrophe nach wie vor auf verschiedenen Ebenen. Also einmal geht es um die Frage der Aufarbeitung. Wir Grüne im Landtag von NRW werden morgen in unserer Fraktionssitzung einen Antrag zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses beschließen, um eben diese Katastrophe aufzuarbeiten. Dann nach vorne gerichtet das Thema Konsequenzen, also völlig klar, dass mehr erfolgen muss in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, aber auch eine Stärkung des Katastrophenschutzes. Und das dritte Thema, der Wiederaufbau. Natürlich geht es jetzt vor allem erstmal um die Soforthilfen und auch um den Wiederaufbau und darum, dass die Menschen eine Perspektive haben für sich und ihre Familien und wissen, wie es weitergeht. Und dass die Betroffenen, also sowohl Privatleute als auch Unternehmen und Kommunen, schnell und unbürokratisch Hilfe brauchen, ist, glaube ich, politisch unumstritten. Die Soforthilfe war wichtig. Jetzt geht es um die Frage, wie geht es konkret weiter mit der Förderung? Wie sehen die Förderungskriterien aus für den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen? Und wir haben im Landtag und ihr, Oliver, im Bundestag, glaube ich, genauso immer deutlich gemacht, dass wir Grüne natürlich auch alles dafür tun wollen, dass es schnell und umfangreich Hilfe gibt. Und am letzten Mittwoch, letzte Woche, wurde ja das entsprechende Bundesgesetz in den Bundestag eingebracht. Es soll noch Mitte September im Bundesrat und im Bundestag und im Bundesrat beschlossen werden. Bislang sind uns jedenfalls die Details noch nicht bekannt, was dann die Verwaltungsvereinbarung und auch die konkreten Förderrichtlinien angehen. Und wir haben auch im Landtag immer gesagt, dass wir uns konstruktiv einbringen wollen. Bisher ist Armin Laschet leider nicht auf die Landtagsfraktionen zugegangen, um mal gemeinsam zu diskutieren, wie muss dieser Wiederaufbau eigentlich gestaltet werden. Also wie müssen auch solche Förderkriterien konkret aussehen. Wir bringen uns da gerne ein und deshalb haben wir gesagt, wollen wir jetzt auch mal hier dieses Fachgespräch führen und die verschiedenen Fragestellungen, die sich damit auch verbinden, hier auch mal gemeinsam diskutieren. Denn ich glaube, eins ist klar, dass der Wiederaufbau auch dem Hochwasserschutz
genügen muss, damit dieselben Häuser, dieselben Regionen in 10 oder 20 oder 50 Jahren nicht wieder unter Wasser stehen. Deshalb geht es natürlich auch um die Frage, wie können wir beim Wiederaufbau auch den Hochwasserschutz direkt mitdecken und eben auch stärken, insbesondere vor dem Hintergrund der Zunahme von Starkregenereignissen. Und genau dazu haben meine Kollegen Johannes Remmel und Norbert Rüße auch schon einen Antrag erarbeitet. Den können wir gleich mal in den in den Chat reinstellen. Und der wird nächste Woche im Plenum, im Landtag dann auch diskutiert werden. Danke für den Link. Also das ist der Antrag, mit dem wir jetzt auch schon vorgelegt haben und den wir im Landtag diskutieren wollen. Und da geht es uns zum einen natürlich um das Thema Hochwasserschutz, aber auch ganz konkret um die Frage des Wiederaufbaus, weil ich schon glaube, dass wir uns solche Fragen stellen müssen, wie können wir jetzt den Hochwasserschutz konkret mit integrieren, wenn es um den Wiederaufbau geht. Es geht sicherlich auch um die Frage, was machen wir mit Ersatzneubauten in den Regionen, die hochwassergefährdet sind, wo Häuser komplett zerstört wurden, macht es da Sinn, 1:1 wieder aufzubauen oder macht es gegebenenfalls auch keinen Sinn? Ich glaube, das muss man durchaus diskutieren, auch wenn es eine schwierige Diskussion ist. Auch da bin ich gespannt, wie das hier in der Runde gesehen wird. Und ich glaube, dass wir auch zum Beispiel beim Thema Verkehrsinfrastruktur, also da, wo Verkehrsinfrastruktur zerstört wurde, wo zum Beispiel Straßen völlig zerstört wurden, muss man jetzt eigentlich mitdiskutieren, wie kann man diese Verkehrsinfrastruktur mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten verbinden, dass man einen Radweg direkt mitplant und mitbaut, wenn man ohnehin jetzt eine Straße wieder aufbauen muss. Ich glaube, das sind so Fragen, die sich insbesondere für uns Grüne nochmal stellen. Und ich freue mich sehr auf den Austausch und auf die Diskussion hier heute und würde mich sehr freuen, auch über viele Beiträge und Anregungen und Fragen auch im Chat. Und damit komme ich zu den Hinweisen, die man ja auch immer geben muss bei so einem Webinar. Genau, und zwar wollen wir die Veranstaltung aufzeichnen, weil es eine ungünstige Uhrzeit ist und natürlich man die Veranstaltung auch noch später im Netz finden können soll, um sie nochmal sich anzugucken. Die Beiträge im Chat selbst werden bei der Aufzeichnung aber anonymisiert, also keine Sorge. Ihr und sie können gerne Fragen, Anmerkungen einfach in den Chat reinschreiben. Und wenn es technische Probleme gibt, dann gerne eine Direktnachricht an Grüne Fraktion NRW schicken. Dann versuchen wir, die technischen Probleme zu beheben. Es gibt die Möglichkeit, dass Einzelne auch zugeschaltet werden können. Dann bitte kurz einfach melden. Dann machen wir das technisch so, dass man sich eben auch zu Wort melden kann und auch per Video zugeschaltet wird. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ansonsten müsste mich die Josephine bitte einmal kurz ergänzen. Ansonsten würde ich gerne an Oliver Krischer weitergeben. Schön, Oliver, dass du da bist. Und du hast das Wort. Ja, danke, Verena. Danke dafür, dass die Landtagsfraktion dieses Fachgespräch macht und dass der Austausch zwischen den Ebenen, zumindest bei uns Grünen, in den 7 Wochen seit der Flutkatastrophe so gut funktioniert hat. Das ist einfach auch wichtig, damit man gemeinsame Linien finden kann. Ich komme ja aus der Region, bin in der Eifel aufgewachsen, zur Schule gegangen in Gemünd, ein Ort, Schleigen-Gemünd, der zerstört ist, wo ich Dinge und Bilder gesehen habe, in den letzten Wochen, auch unmittelbar nach der Flutkatastrophe, auch während der Flutkatastrophe, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich mache jetzt seit vielen Jahren Klimapolitik. Ich habe oft darüber geredet, es wird Starkregenereignisse geben. Wir alle kennen diese YouTube-Videos, die aus anderen Erdteilen kommen, wo Autos wegschwimmen. Wenn man das dann plötzlich live und in seiner Heimat sieht, dann ist das nochmal etwas ganz, ganz anderes. Und ich glaube, das muss für uns alle der Anlass sein, daraus jetzt auch Konsequenzen zu ziehen, gerade jetzt auch, wo wir an einem Punkt sind, dass die Nothilfe, die erste Nothilfe, dass die geleistet ist, ob gut oder schlecht, sei mal alles dahingestellt, das wird sicherlich auch noch alles aufgearbeitet werden. Aber wir sind jetzt klar an der Phase der Konsequenzen, dass wir hier auch gucken müssen, dass wir Entscheidungen treffen. Wir haben im Bundestag letzte Woche
Fluthilfegesetz diskutiert, 30 Milliarden Euro, die Bund und Länder zur Verfügung stellen. Da muss ich einfach sagen, dieses Gesetz selber ist erstmal völlig unkonditioniert. Es wird Geld bereitgestellt. Wie die Verwaltungsvereinbarungen aussehen sollen, Verena Schäfer hat es angesprochen, ist zumindest im Deutschen Bundestag noch überhaupt nicht geklärt. Wir werden diese Woche die ersten Ausschusssitzungen haben und uns damit dann auseinandersetzen. Und natürlich, und ich glaube, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, in jedem Fall ist es aber der Anspruch von uns Grünen, dass dies auch zukünftigen Herausforderungen genügen muss. Es kann ja nicht einfach darum nur gehen, dass man jetzt Geld ausgibt und Strukturen schafft, die dann an einer anderen Stelle wieder Probleme verursachen, die möglicherweise eben nicht resilient für zukünftige Hochwasserereignisse sind oder den Folgen der Klimakrise an einer anderen Stelle nicht gewachsen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich sehr frühzeitig damit beschäftigt, weil es muss jetzt auch schnell gehandelt werden. Das kann ich auch als jemand sagen, der das tagtäglich in der Region erlebt, wo natürlich Menschen jetzt auch ihr Haus wiederherstellen wollen, wo Menschen Infrastrukturen wieder repariert haben wollen, damit sie zur Arbeit kommen, damit sie die Dinge des täglichen Bedarfs erledigen können. Und das kann man jetzt nicht mal 2 Jahre nach hinten verschieben, sondern da müssen Entscheidungen getroffen werden. Ich will nur ein ganz konkretes Beispiel sagen, was, glaube ich, überall, die in den Flutregionen unterwegs sind, ständig bemerken. Das ist dieser mancherorts immer noch vorhandene, beißende Geruch von Heizöl. Und selbstverständlich sollte die Fluthilfe so aussehen, dass wenn neue Heizungen installiert werden und die Investitionsentscheidungen müssen ja jetzt getroffen werden, weil es fängt an kälter zu werden, der Sommer geht zur Neige, bald geht die Heizperiode so richtig los, dass eben nicht wieder klimaschädliche und eigentlich nicht mehr zeitgemäße Ölheizungen eingebaut werden, sondern dass die richtigen Anreize gesetzt werden, auch beispielsweise Wärmepumpen zu installieren. Das sind alles Fragen, über die man reden muss, natürlich auch über Fragen der Infrastruktur. Ich kann mir nicht vorstellen, wie im Moment jedenfalls noch nicht, wie genau der Wiederaufbau beispielsweise in Teilen der Eifelstrecke stattfindet. Da bin ich einfach gespannt, was heute Sie als Menschen, als Sachkundige, als fachkundige Menschen dazu zu sagen haben, dass wir einfach auch einen Rahmen im Bundestag und im Landtag im Rahmen unserer Möglichkeiten schaffen können, dass diese notwendigen Wiederaufbauentscheidungen jetzt auch so stattfinden, dass sie nachhaltig sind, dass sie in Zukunft klimaresilient sind. Deshalb freue ich mich auf ein spannendes Fachgespräch, auf interessante Vorträge, auch aus den Erfahrungen aus anderen Regionen. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Kollege Günther aus Sachsen dabei ist. Ihr habt nach der Elbeflut und anderen Fluten auch gerade mit solchen Starkregenereignissen Erfahrungen sammeln müssen. Und das ist sicherlich für uns jetzt hier in Nordrhein-Westfalen und ganz wichtig, dass wir daraus auch lernen können. Ich will abschließend aber noch sagen, und das ist eigentlich die eigentliche Aufgabe, wir dürfen natürlich jetzt nicht nur darüber reden, was passiert in den Flutregionen, sondern es muss ja insgesamt darum gehen, was machen wir in ganz Deutschland? Weil das nächste Starkregenereignis, das wird kommen. Wir werden die Klimakrise nicht zurückdrehen müssen. Wir müssen Klimaschutz machen, dass es nicht noch schlimmer wird, dass die Wahrscheinlichkeit nicht noch immer weiter steigen. Das ist ja der zentrale Antrieb für Klimaschutz. Aber das, was wir heute schon haben, das wird uns erstmal begleiten. Und es ist natürlich völlig unklar, welche Region es in Zukunft treffen wird. Deshalb wird das, was wir hier diskutieren, zu Fragen des Wiederaufbaus, auch eine Relevanz für alle anderen Teile von Deutschland entwickeln, wie wir uns eigentlich insgesamt für Klimavorsorge aufstellen müssen, wo da die Prioritäten sind, wo einfach Dinge sehr klar im Vordergrund stehen müssen. Und es ist ja leider so, dass Menschen aus solchen Katastrophen nicht immer die richtigen Konsequenzen ziehen und es auch sehr schnell vergessen wird. Ich habe das erst jetzt vor 2 Tagen in der Region erlebt, ich sage das jetzt hier auch mal ganz offen, in der Stadt Jülich an der Ruhr ohne H, wo man trotz Überflutung jetzt wieder glaubt, ein Gewerbegebiet im Überflutungsbereich der Ruhr ausweisen zu müssen. Die Bezirksregierung Nordrhein-Westfalen, auch die Bezirksregierung Köln für das Land Nordrhein-Westfalen, da auch kein Problem sieht. Ich kann darüber nur staunen, aber das sind alles Dinge, wo wir, glaube ich, uns jetzt intensiver mit auseinandersetzen müssen, um auch die Konsequenzen aus diesem katastrophalen Ereignis zu setzen. Deshalb nochmal der Dank an die Landtagsfraktion, hier dieses Fachgespräch zu machen, in der Hoffnung hier
auch konkrete und Erkenntnisse über das, was wir hinaus schon in Papieren, in dem Antrag der Landtagsfraktion, in dem Autorenpapier, was Robert Habeck, Toni Hofreiter und ich gemacht haben, darüber hinaus auch noch Erkenntnisse zu bekommen, um damit auch den richtigen Rahmen für den Wiederaufbau und die Klimavorsorge insgesamt treffen zu können. Dankeschön. Vielen Dank, Oliver Krischer, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es ist schon ganz, ganz viel im Chat an Kommentaren, an Rückfragen etc. gekommen. Das spricht dafür, dass es auf jeden Fall einen großen Diskussionsbedarf gibt, auch zu den Punkten, lieber Oliver, die du ja gerade angesprochen hast. Es geht um die Fragen des Wiederaufbaus, es geht um die Fragen, wie wieder aufgebaut wird, wie daraus auch Impulse entstehen können, um unsere Kommunen, um unsere Infrastruktur resilienter zu machen, auch um die Frage, wie wir systematischer damit umgehen können, das direkt in Planungsprozesse mit einbeziehen zu können. Ich glaube, du hast es ja auch gerade angesprochen, dass dafür die Erfahrungen aus den jetzt betroffenen Gebieten nicht nur für die Gebiete wichtig sind, sondern auch, um insgesamt Lehren daraus zu ziehen, was beispielsweise auch mit kritischer Infrastruktur ist. Und dazu würde ich eben auch Schulen, Kitas, Einrichtungen etc. zählen, also da auch nochmal zu schauen, wie müssen die eigentlich geplant werden, damit dort eben es nicht zu besonderen Gefahrenlagen kommt. Der Rest der kritischen Infrastrukturen ist damit natürlich auch gemeint. Das heißt, einmal die Erfassung auch von Schäden, die systematische, aber eben auch die Frage gesellschaftlicher Verwundbarkeit, das auch bei Planungsprozessen mit einzubeziehen, aber eben auch die Frage von Gefahren- und Risikokarten. Verena Schäfer hat gerade schon unsere Gäste angekündigt und ExpertInnen und InputgeberInnen. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr dabei seid. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir die Inputs einmal sozusagen hintereinander wegmachen und die ganz unterschiedlichen Bereiche, die wir hier eben ansprechen wollen und um die es geht bei der Frage des Wiederaufbaus, dass wir das jetzt einmal im Gesamtkonzert sozusagen hören. Wir versuchen in der Zwischenzeit auch den Chat so im Auge zu behalten, dass da jetzt nicht alle Fragen, die schon gestellt sind, verloren gehen, sondern versuchen wirklich das auch mit sozusagen nachzuhalten und dann noch in die Diskussion zu kommen, nachdem es dann auch noch die Schlaglichter aus den politischen Fachbereichen gegeben hat mit Anne Glocke, möglicherweise auch mit Johannes Remmel. Ich freue mich als erstes über die Einschätzung und die Lagebeschreibung aus Rösrath. Auch ihr betroffen. Es hat ja auch ein Opfer gegeben in Rösrath tatsächlich. Also zum einen natürlich die Schäden, aber eben auch das, was das mit den Menschen macht. Oliver Krischer hat es ja auch gerade beschrieben. Vielleicht magst du uns mal eine Lageeinschätzung geben und vor allem auch mit dem Blick nach vorne. Was braucht ihr in den Kommunen jetzt konkret zum Aufbau, aber eben auch um Aufbau mit Vorsorge zu verbinden? Von Nina, bitte. Ja, guten Tag zusammen. Ich freue mich sehr, heute in dieser Runde einmal meine Sicht auf die Krise zu geben, die wir hier durchlebt haben und die Erfahrungen, die ich hier in der Stadt Rösrath gemacht habe, weiterzugeben. Wir sind verhältnismäßig glimpflich betroffen, das muss man ehrlicherweise sagen. Also es gibt natürlich Städte, da sind oder Gebiete, da sind große Erdbewegungen gewesen. Das ist bei uns nicht passiert. Bei uns ist das Tal von Ortsanfang bis Ortsende durchfließt bei uns in Rösrath die Sülz, das Tal. Und es ist tatsächlich eine breite Überschwemmung gewesen. Wir haben weit über 2000 betroffene Haushalte. Aber es ist ja zum Glück so, dass wir keinen Erdrutsch hatten oder keine massiven Erdbewegungen, die ganze Häuser mitgezogen haben. Also von daher, wir sind, finde ich, trotz der vielen, vielen privaten Schäden auch noch glimpflich davongekommen. Die städtische Infrastruktur hat weitgehend gehalten. Auch da sind wir nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Es gibt ein paar Unterspülungen, ein paar Wegspülungen, aber das ist alles ertragbar. Es ist keine Hauptverkehrsader so getroffen, dass man den Verkehr hätte weiträumig umleiten müssen. Es ist keine Brücke massiv beschädigt, die gesperrt werden müsste. Und also von daher alles gut. Es ist aber eine Vielzahl von privaten Haushalten und aber auch wir hier im Rathaus sind stark getroffen. Wir haben ein historisches Rathaus, in dem ich mich hier gerade befinde.
Das ist bis zu einem Meter tief im Erdgeschoss und der Keller sowieso überschwemmt gewesen. Das hat massive Schäden erlitten. Und wir haben ein Verwaltungsgebäude, ein modernes Verwaltungsgebäude, was ebenfalls stark beschädigt ist, wo im Erdgeschoss sämtliche Büros geräumt werden mussten und die Flächen müssen jetzt massiv saniert werden. Also das reicht nicht, da einfach mal durchzufeudeln, sondern es die Estriche und die Putze und diese Dinge müssen entfernt werden, weil eben das Wasser, was hier durchgeflossen ist, nicht reines Leitungswasser ist und auch nicht reines Flusswasser, sondern das ist mit Mineralölen, mit sonstigen toxischen Stoffen versetzt, mit Fäkalien versetzt, durch die Räume geflossen. Und das sind natürlich nicht nur bei uns, sondern auch in diesen ganzen Privathaushalten keine schönen Dinge, die man da im Haus hatte. Zumal die Entfernung dieser Stoffe eben auch nur möglich ist, wenn man tatsächlich diese Estriche, Putze und so weiter entfernt. Das kann man also nicht abwaschen. Gut. Ich finde, das Papier Wiederaufbau gestalten, den Hochwasserschutz von morgen sicherstellen, ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es trifft nämlich sehr viele von den Dingen, die wir brauchen. Wir haben hier in der städtischen Infrastruktur einen Schaden, den wir vor 3 Wochen geschätzt haben, auf etwa 12 Millionen Euro. Ich glaube, inzwischen sind wir bei einer Summe, die also wie gesagt, geschätzt, doppelt so hoch sein wird. Die Schäden werden sich sicher beseitigen lassen. Das wird alles eine Zeit lang dauern, aber die Ursachen, warum es dazu gekommen ist, das ist ja das, wo wir jetzt den Fokus drauf legen müssen. Wir müssen schauen, was hat denn dazu geführt? Und das ist zum einen eine Wetterlage, wo der Starkregen eben sehr fest bei uns in der Region geblieben ist. Es ist innerhalb von wenigen Stunden eine Unmenge von Wasser vom Himmel gekommen. So einen Regen habe ich hier, und ich lebe seit 1975 in Rösrath, nicht gesehen, noch nie erlebt, dass es so lange so heftig geregnet hat. Und das Problem war, dass das Wasser nicht mehr versickern konnte. Die Böden waren gesättigt durch die Regenfälle, die vorher stattgefunden haben. Und was wir erstmals erlebt haben, ist, dass die Bäche, die unseren Fluss, das ist ein kleiner Fluss, der hat normalerweise einen Pegelstand von 60 Zentimetern, der war weit über 4 Meter am Ende im Höchststand, dass die Bäche, die diesen Fluss speisen, eben auch so stark wasserführend waren, das Wasser konnte nirgends anders mehr hin, als in die Fläche zu gehen. Und das sind alles Gründe, die natürlich in der Versiegelung zu finden sind, die aber auch damit zusammenhängen. Rösrath liegt in einem Tal und die Hänge rechts und links vom Tal sind normalerweise bewaldet. So, jetzt kam aber dann die 2 trockenen Sommer und der Borkenkäfer. Und wir haben jetzt ganz viele Flächen, die jetzt keinen Wald mehr haben. Das sind Brachflächen, das sind Setzlinge von wenigen Zentimetern. Die haben natürlich überhaupt nicht so ein Wasserrückhaltevermögen wie ein ausgewachsener Wald. Die Versiegelung, die hier in den Auenlandschaften stattgefunden hat, in den 50er und 60er Jahren, die wird man ja nicht so ohne weiteres zurückführen können. Ich habe eben im Chat gesehen, es gibt dann den Wunsch, muss man denn dann an der Stelle wieder aufbauen, wo es gewesen ist? Man muss auch mal sehen, das sind ja auch Eigentumsrechte, die da verletzt werden, wenn man da jetzt sagt, naja, also du kannst dein Haus dann nicht wieder aufbauen. Das ist ja auch eine ganz schwierige rechtliche Lage. Da muss man über Entschädigungen nachdenken, über die Möglichkeit, an anderer Stelle ein Haus zu bauen oder eine Unterkunft zu bekommen. Was die Menschen brauchen, ist die Soforthilfe. Das war schon mal ganz große Klasse. Vielen, vielen, vielen Dank auch dafür, dass das so schnell ging. Wir haben hier in Rösrath fast 1000 Anträge bearbeitet in den 8 Wochen, 7 Wochen und 2 Millionen Euro aufgezahlt. Das ist natürlich
eine kleine Hilfe, wenn man weiß, dass ein Haushalt maximal 3.500 Euro an Soforthilfe bekommt. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein ganz am Anfang. Aber es soll ja auch keine Entschädigung sein, sondern eine Soforthilfe. Die ist sehr gut angekommen und auch sehr gerne angenommen worden. Was jetzt die Menschen brauchen, sind aber weitere Unterstützungen. Es hat sich jemand im Chat geschrieben, habe ich gesehen, ob man jetzt nicht über alternativen Heizmöglichkeiten nachdenkt. Das ist aber ja auch nicht so ohne weiteres möglich. Wir hier im Rathaus haben jetzt im Augenblick auch keine Heizung und das ist schon auch ganz schön frisch in diesem Sommer. Also wenn es jetzt 10 Grad wärmer wäre, dann wäre mir das auch lieber. Ich sitze hier normalerweise in einem dicken Pulli, weil es eben kalt ist in Deutschland. Und das geht ja den Menschen in ihren Privathaushalten auch so. Die haben keine funktionierenden Heizungen oder müssen wir schnell sehen, dass die Heizungen wieder an Start kommen. Weil Oliver hat es gerade schon gesagt, der Sommer neigt sich dem Ende zu. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, wenn man einen Altbau in eine moderne Heizung oder eine moderne Heizung in einen Altbau einbauen möchte. Das ist nicht so ohne weiteres möglich. Da braucht man auch sehr viel Fachwissen, Expertise. Und da wäre zum Beispiel ein Ansatz möglicherweise zu sagen, also wir geben Fachleuten die Möglichkeit, für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei ihre Expertise, also das Energieberater und so weiter. Also noch günstiger und noch schneller, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist. Aber ich komme eigentlich in eine ganz falsche Richtung. Ich wollte ja eigentlich nochmal zurück auf das, was die Menschen jetzt brauchen. Es ist sehr zeitaufwendig. Die Gutachter kommen mit sehr, sehr viel Verspätung zu den Privaten. Handwerker, ein Riesenthema. Ein Riesenthema sind auch elektrische Geräte wie Bautrockner und so weiter. Wir haben aus ganz Europa Bautrockner anschaffen lassen, um hier den Bedarf ein bisschen zu decken. Das sind alles Themen, die zwingend notwendig erleichtert werden müssen, wo auch die Bürgerinnen und Bürger Unterstützung brauchen. In dem Papier, was ihr entworfen habt, wie gesagt, ich finde das wirklich richtig gut, kommt auch zum Tragen die spontane Hilfeleistung, die es an allen Stellen gegeben hat. Ob das jetzt Menschen waren, die aus nicht betroffenen Stadtgebieten gekommen sind, um ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger bei der Bewältigung der Aufgaben zu unterstützen, die Keller ausgeräumt haben, die mit Essen und Trinken vorbeigekommen sind, um die Helferinnen und Helfer zu verpflegen. Da würde ich mir auch mehr Unterstützung wünschen, mehr Organisation wünschen. Das können wir als kleine Kommune mit bei einer Stadt von knapp 29.000 Einwohnern gar nicht vorhalten. Ja? Der Katastrophenschutz hat an der Stelle, und das sage ich jetzt mal hier in aller Offenheit, bei uns im Kreis nicht so funktioniert, wie ich mir das wünschen würde. Ja. Ja. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. So Hochwasserschutz, genau. Hochwasserschutz und Starkregenereignisse werden ja immer wieder auftreten. Also wir müssen damit rechnen und ich will jetzt nicht sagen, wir Grüne haben es ja immer oder sagen es schon lange, aber es wird diese Starkregenereignisse in Zukunft perspektivisch häufiger geben. So, da müssen wir hier vor Ort die Infrastruktur schaffen, um diese Wassermassen auch aufzuhalten. Das geht nicht alleine. Es gibt hier im Rheinisch-Bergischen Kreis ein Klimawandel-Vorsorgekonzept. Ja, da sind gute Ideen drin. Die Umsetzung liegt aber bei den Kommunen. Das kann ich aber mit einer 120 Mann starken Verwaltung ja kaum stemmen. Ja, das ist einfach zu viel für so eine kleine Verwaltung. Da brauchen wir mehr Unterstützung. Wir brauchen da Know-how, wir brauchen Manpower und wir brauchen Experten. Vor allen Dingen Menschen, die wissen, wo die Stellschrauben sind und wir brauchen auch und deswegen ist es schon ganz gut, dass es ein kreisweites Konzept ist, aber es muss auch kreisübergreifend funktionieren, weil die Nachbarkommune, die nach Rösrath kommt, die liegt schon in einem anderen Kreis. Das ist der Rhein-Sieg-Kreis und die Nachbarkommune ist Lohmar. So, das Wasser, was hier durch Rösrath geflossen ist, landet dann irgendwann in Lohmar. Das heißt, wir können das nicht isoliert betrachten als Kommune und auch nicht als Kreis. Und da gibt es große, große Aufgaben, wo wir tatsächlich echte Unterstützung benötigen werden, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Ja, ich glaube, das soll es jetzt an dieser Stelle erstmal gewesen sein.
Vielen Dank, liebe Bondina Schulze, für diesen Einblick auch in auch die tatsächlich alltäglichen Herausforderungen. Also die Frage, wenn es kalt ist, dann muss daran tatsächlich was getan werden. Und im Chat ist jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden, für den Wiederaufbau braucht es auch Planerinnen und Planer. Geld ist das eine, aber es braucht eben auch Planerinnen und Planer, um überhaupt diesen Wiederaufbau auch stemmen zu können. Als nächsten würde ich bitten, Wolfram Günther, sächsischer Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Ihr in Sachsen habt ja leider tatsächlich auch Erfahrung mit Hochwasserereignissen. Allein in den letzten 20 Jahren gab es immer wieder schlimme Hochwasserereignisse. 2002, 2013 sind vielleicht die, die auch deutschlandweit mit zu den bekanntesten gehören und aus denen ihr aber auch durchaus Konsequenzen gezogen habt, auch im Chat und gerade von Bondina sind ja auch verschiedene Punkte schon angesprochen worden, gerade in Bezug auf Hochwasserschutz, die Frage von Retentionsflächen, die Frage von Auenlandschaften, wie man die eigentlich wieder reaktivieren kann, aber auch die Frage, das fand ich gerade ganz spannend, die Frage von Koordinierung beim Hochwasserschutz. Wie kann das verbessert werden und wie kann es auch einen Know-how-Transfer geben, gerade auch für kleinere Kommunen? Wolfram, sehr gerne deinen Einblick auch aus euren Erfahrungen, die ihr in Sachsen gemacht habt und wie ihr da möglicherweise auch weiter aus den Erfahrungen gelernt habt. Ja, danke. Sorry auch für die Einladung. Tatsächlich Sachsen, das ist, ging im Prinzip 2002 los, mit einem Jahrhunderthochwasser 2010, 2013. Und jetzt dieses Jahr waren wir auch, aber überhaupt nicht vergleichbar mit Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz auch betroffen, aber immerhin auch mehrere Millionen Schäden. Was wir in Sachsen wirklich konsequent gemacht haben seit 2002, das ist so ein Blick auf, sagen wir mal, Hochwasserrisikovorsorge, also komplexe Aufgabe. Wenn man sagt, Hochwasserschutz ist das eine, Hochwasservorsorge, es geht aber auch um reines Katastrophenmanagement, also auch da Risikominimierung an ganz verschiedenen Stellen. Und das Ganze hat man versucht, hier in Sachsen auch sehr systematisch anzugehen. Man hat da auch unabhängige Beratung sich organisiert. Da gab es auch eine richtige Kommission, die sich das angeguckt hat und analysiert hat, was vielleicht alles so schiefgelaufen ist. Ich kann jetzt hier auch aufgrund der Zeit vielleicht nur so ein paar Sachen ganz anreißen, aber eins etwa, ein Stichwort war ja, damit aus dem Hochwasser eine Katastrophe wird, muss ja auch dort, wo das Hochwasser ist, erstmal ein Schadpotenzial liegen. Und wie kriegt man denn dieses Schadpotenzial gemindert? Das heißt, jetzt schon im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau, könnte man denn in Überschwemmungsgebieten und auch in überschwemmungsgefährdeten Gebieten tatsächlich dort eine Vorsorge schaffen? Das ist eine sehr schwierige Sache, weil es ja tatsächlich um Eigentum geht und um sehr vielfältiges Eigentum. Aber das ist in Sachsen auch teilweise gelungen. Also es gab so ein ganzes Wohngebiet, Röderau Süd, das ist komplett an der Elbe wieder verschwunden, so eine Einfamilienhaussiedlung. Es ist auch in besonderen betroffenen Orten gelungen, an einigen Stellen tatsächlich in den Ortslagen mehr Platz zu schaffen und auch Gebäude, die schwer geschädigt waren, dort nicht wieder aufzubauen, aber auch sogar Gebäude zu beseitigen, die zwar noch da standen, die aber trotzdem im Weg waren, wenn man sich das dann angeguckt hat, dass eben auch überall Platz sein muss. Denn auch das muss man vielleicht immer bei den ganzen Diskussionen über Hochwasserschutz unterscheiden. Es ist ein großer Unterschied, ob es Hochwasser gibt wegen Sturzfluten, weil Starkregenereignisse sind und so kleine, sonst ganz unscheinbare Bäche oder Flüsse auf einmal ganz riesengroß anschwellen oder eben dieses ganz klassische Hochwasser, woran man sonst immer zuerst denkt, wenn dann eben große Flüsse wieder rein oder hier in Sachsen die Elbe etc. dann langsam ansteigen. Das ist ein komplett anderes. Das eine, das hat mehrere Stunden Vorwarnzeiten, da steigt das Wasser langsam, da steigt doch das Grundwasser und bei dem anderen ist es von jetzt auf gleich, dass da das Wasser kommt. Und also auch da muss man diese unterschiedlichen Räume und Hochwasserrisikogebiete muss man sich auch ganz differenziert angucken und schauen jetzt auch aus den Erfahrungen, wo man da tatsächlich auch ein Schadpotenzial wieder beseitigen kann. Ich hatte die Worte schon genannt, das Wasserrecht, Bundesebene, Landesebene, gibt ja verschiedene Kategorien schon vor, ne? Also wo man Hochwasservorsorge betreffen kann, also Hochwasserentstehungsgebiete, Überschwemmungsgebiete, aber auch die überschwemmungsgefährdeten Gebiete, also die, die eigentlich geschützt sind, wenn aber der Schutz der Deich versagt, die trotzdem überflutet werden könnten oder wenn eben das Wasser noch viel höher ist, wenn es eben auf ein 150-jähriges Hochwasser konzipiert ist, und dann hat man eben trotzdem ein höheres, und da wäre es
ein Anliegen, dass man, obwohl es das theoretisch alles gibt und auch bei Planung das relevante Umstände sind, die können aber regelmäßig immer wieder weggewogen werden aus anderen Aspekten. Und die Erfahrung machen wir selbst hier im geplagten Sachsen. Und es ist auch immer eine Erfahrung mit jedem Jahr nach so einem Hochwasserereignis, verschwindet so ein bisschen langsam die Erinnerung. Und dann ist der Wunsch, in einem dicht besiedelten Land eben doch dort was zu entwickeln, häufig größer. Und das auch oft wirklich gegen den Widerstand und Widerspruch auch unserer Hochwasserverwaltung, ne, die dann eben in diesen Planungsprozessen weggewogen wird. Ich glaube, das ist ein Thema, das könnten wir bundesweit gemeinsam durchaus höher hängen, denn das ist die beste Vorsorge, ne, wenn dort gar nicht erst etwas ist, was zerstört werden kann. Müssen auch im Zusammenhang mit den, was sagen wir, so ein bisschen unterscheiden, diesen klassischen Hochwasser von großen Flüssen oder eben diesen Starkregenereignissen, die auch kleinräumig sein können, auch in Ecken, da ist überhaupt gar kein Flüsschen, da rechnet man damit, tatsächlich diesen Begriff Schwammverhalten der Landschaft und auch Schwammstadt dort mehr draus zu machen. Also wir leben ja sowieso in Zeiten, wo wir mit mehr Extremwetterereignissen zu tun haben als Folge des Klimawandels. Das heißt, wir haben auch lang anhaltende Perioden, muss man niemand sagen, ne, die letzten 3 Jahre auch gerade wir hier im Osten, waren richtige 3 Dürrejahre, da hätten wir jeden Tropfen gebraucht. Jetzt dieses Jahr mit viel zu viel Wasser, auch teilweise kleiner. Eigentlich ist es auch schade drum, das so schnell irgendwo abzuleiten, sondern man muss es in der Fläche zurückhalten. Und das sind auch Punkte, wo wir alle gemeinsam auch investieren müssen, ne? Wo auch vor allen Dingen in den Kommunen eben in Regenrückhaltung, eben in dieses Schwammverhalten investiert werden muss. Gar nicht nur allein aus Hochwasservorsorge, sondern weil man das Wasser eben auch für andere Dinge wunderbar gebrauchen kann. Wir müssen auch gucken, was so diese ganze Kombination ist, die klassischen Hochwasserschutzmaßnahmen, wie man tatsächlich mehr Wasserrückhalt in der Fläche hinbekommt. Also jenseits der Erhöhung, Ertüchtigung von Deichen, die natürlich auch als technischer Hochwasserschutz eine Maßnahme sind. Das sind Polder, gesteuerte Polder. Das ist Rückhalteraum auch in den Talsperren. Auch das ist in Sachsen hier ein Thema. Auch Regenrückhaltebecken, die irgendwo angelegt werden. Und am schwierigsten ist immer das Feld, wo es tatsächlich darum geht, Retentionsraum, also Rückhalteraum in der Landschaft auszuweiten, auch Deiche zurückzuverlegen. Auch das findet statt in Sachsen, das findet entlang der Elbe statt, das findet entlang auch von kleineren Flüssen statt. Aber da merken wir, das ist so ein anstrengendes Verfahren mit den ganzen unterschiedlichen Eigentümerinnen und Eigentümern, auch Thema Landwirtschaft, auch noch den, da gibt es ja oft nicht nur ein Eigentum, sondern eben auch eine Verpachtung, auch noch Betriebe, dort zusammenzukommen. Da scheut es oft eben auch eine Verwaltung und hat gar nicht die Ressourcen, dort nachzukommen. Und da wird es uns auch sehr helfen, wenn wir für solche Fälle tatsächlich bundesweit bessere Entschädigungsmöglichkeiten hätten für die Landwirtschaft, ne? Also nur noch mal ganz kurz zum Verständnis, wenn man drüber nachdenkt, jetzt klassisches Hochwasser an einem Fluss, wenn man dort die Deiche rechts und links baut und erhöht und ertüchtigt, dann klingt das erstmal gut als Schutz für die Hinterlieger, führt aber faktisch dazu in der Rinne, dass das Wasser natürlich höher steigt und dass es schneller beim Unterlieger ist. Also man transportiert das Problem immer erst zum Unterlieger weiter, der es in dem Ausmaß vorher gar nicht gehabt hätte. Und deswegen kann das immer nicht die einzige Lösung sein und deswegen ja auch spätestens 2013 dieser allgemeine Ruf, den Flüssen mehr Raum zu geben. Und das Ganze, wir haben noch eine andere Aufgabe, das ist die europäische Wasserrahmenrichtlinie, wo es um den nicht nur guten chemischen, sondern auch ökologischen Zustand unserer Gewässer und auch der Ränder geht. Das ist auch eine rechtliche Aufgabe, das miteinander zu verbinden. Wir machen das in Sachsen unter dem Stichwort Auenprogramm, wo wir das versuchen, aber eben mit all den beschriebenen Problemen, gerade eben Flächenverfügbarkeit, ne, wo wir immer gucken, wo kriegen wir Flächen her, eben auch Tauchflächen oder sowas, das ist da echt die Hauptaufgabe. Vielleicht nur so zu den Dimensionen, seit 2002 wurden in Sachsen über 3 Milliarden Euro investiert, mittlerweile in den Hochwasserschutz und es gab dort auch schon so eine Erhebung mit den ersten Maßnahmen, als 2010 das nächste Hochwasser war nach 2002, dass man schon so ungefähr an der Höhe von 450 Millionen Schaden dadurch vermieden hat, weil man die Maßnahmen schon umgesetzt hat. Ein weiterer Punkt ist, das war ja auch die Diskussion jetzt Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, natürlich diese ganze Frage, wie so ein Warnsystem ist, Vorhersage und Warnung. Also wir haben in Sachsen ein sehr, sehr dichtes Messnetz. Das heißt, in den Gewässern, wir haben ein Landeshochwasserzentrum, wo ganzen Daten zusammenfließen und wo es auch abgeschichtet ist, so ein System gibt, wer dort alles wie benachrichtigt wird. Übrigens sind auch Sirenen bei uns nicht das Hauptproblem, die sind hier noch weitestgehend
weitestgehend vorhanden. Aber auch da werden wir jetzt noch ein paar Nachrichten. Aber ansonsten geht das per SMS, Internet, überall, also mit ganz verschiedenen Modulen, was auch sehr gut funktioniert hier mittlerweile. Und auch da wegen der Unterscheidung wieder, was ich schon mehrmals sagte, mit dem eben nicht nur klassisch, dass die Flüsse über Ufer treten, sondern eben auch diese Starkregenereignisse. Auch dafür haben wir so ein Prognoseprogramm hier, damit man dort auch kleinräumig solche Dinge vorhersagen kann. Das heißt dann aber, wenn dann solche Warnungen dort kommen, dann heißt es wirklich nur sofort hier alle weg. Und ein Punkt ist auch wichtig, denn nach wie vor ist es so, auch vom Wasserrechtlichen her, dass alle, die in Überschwemmungsgebieten sind, dass die ihre Eigenvorsorge treffen müssen. Das bedeutet also auch, Gebäude müssen sich darauf einstellen, Gebäudeeigentümer, Grundstückseigentümerinnen müssen sich darauf einstellen, dass sowas passiert und ihre Gebäude entsprechend anpassen. Also das hatten wir vorhin, hattest schon gehört, das Thema Ölheizung im Keller, was natürlich absolut kontraproduktiv ist, gerade in diesen Gebieten, nicht nur aus Klimaschutzgründen und auch alle anderen Sachen, die dort einen schnellen Schaden bekommen können. Und da gibt es auch ganz verschiedene Formate, also entweder Gebäude so zu machen, dass das Wasser schnell rein und schnell rausgeht und eigentlich nicht viel passiert und gar nichts unten drin ist, was groß kaputt gehen kann, weil die Dinge im Obergeschoss sind. Es gibt andere Dinge, da ist es möglich, es gut zu schützen, dass man mit einer entsprechenden Vorwarnzeit tatsächlich ein Gebäude relativ dicht bekommt und was dann auch eine Weile hält. Also ist eine Grundsatzentscheidung, was man an welcher Stelle macht. Aber auch das muss man mitdenken. Und da brauchen Grundstückseigentümerinnen auch erstens eine hohe Sensibilisierung. Da kann öffentliche Hand viel auch mithelfen. Sie brauchen gute fachliche Beratung, dass da nicht jeder das Rad für sich neu erfinden muss. Und wir haben jetzt auch gerade in Sachsen tatsächlich auch noch ein Förderprogramm zur privaten Bauvorsorge mit aufgelegt, kombiniert auch mit so einem Beratungszentrum, wo man sich hinwenden kann. Denn man muss den Leuten auch immer wieder sagen, den absoluten Schutz gibt es nicht. Also Hochwasser wird es immer geben, auch diese Starkregenereignisse, die oft ganz schwer, die können an jeder Stelle stattfinden. Man muss sich darauf einstellen und infolge des Klimawandels wird das auch nicht weniger, sondern eher häufiger werden. Es wird also eine neue Normalität für uns werden und gerade verbunden mit den ganzen Problemen Flächenverfügbarkeit, wo wir nicht drum herum kommen, den Flüssen mehr Raum zu geben und im Übrigen auch Flächen zur Extensivierung, Nutzung an den Oberläufen, also auch Versiegelungen zu gucken, zurückzunehmen, das sind Generationenaufgaben. Das sagt sich immer alles ganz leicht, ist aber konkret wirklich sehr, sehr schwer, tatsächlich aus diesem Schwammverhalten der Landschaft, das über ganz viele Einzelmaßnahmen durchzudeklinieren. Das wird uns noch Jahre beschäftigen. Und das heißt, das lohnt sich dort auch tatsächlich, das gesamte Planungsrecht, Wasserrecht anzugucken, ob das dem eigentlich, ob das wirklich ausreicht im Moment. Und das kennen wir ja auch aus anderen Planungsvorhaben, natürlich die gesamte Kompliziertheit und auch die Dauer von Projekten, auch daran knuppern wir hier. Das jetzt vielleicht mal in so einem ganz schnellen Durchschritt, die Erfahrung hier aus Sachsen. Vielen Dank, lieber Wolfram Günther, dass du uns in diesem Parforce-Ritt eure Erfahrungen und auch eure Konsequenzen daraus hier einmal zumindest stichwortartig mitgeben konntest. Damit würde ich auch gleich überleiten zu Alexander Richter, Direktor des Verbandes Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Ich habe gerade bei Wolfram Günther einen Punkt aufgeschnappt, den ich sozusagen auch mit in die Überleitung geben würde. Also zum einen sind auch Ihre Mitgliedsunternehmen sicherlich von Hochwasser betroffen. Dementsprechend wäre da natürlich auch einmal eine aktuelle Einschätzung für uns interessant. Aber es musste ja auch Unterkünfte unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Und auch da haben sich die Unternehmen Ihres Verbandes ja durchaus auch sofort daran beteiligt, dort Hilfe zu leisten, aber eben auch die Frage nach Bauvorsorge, ob das nun private Bauvorsorge ist, aber insgesamt Bauvorsorge. Wo geht es da auch hin, auch mit Blick aus den Erfahrungen jetzt der Hochwasserkatastrophe und den Erfordernissen beim Wiederaufbau, was eben die Frage von Schutz angeht? Wolfram Günther hat eine ganze Reihe von Dingen gesagt, aber eben auch nicht nur mit Blick auf Schutz, auch mit der Frage Klimaschutz, Klimaanpassung, was zum einen natürlich bei Hochwasser, zum anderen auch bei Hitze, aber unterm Strich auch ein Stück weit was mit Lebensqualität zu tun haben kann. Retentionsflächen sind nicht nur mögliche Wasserspeicher, sondern alles das, was eben irgendwie an Grünland da ist, kann auch die Lebensqualität steigern. Alexander Richter, wir freuen uns darauf, dass Sie uns was aus Ihrer Perspektive der Wohnungswirtschaft jetzt sagen. Ja, hallo Frau Paul. Erstmal
Vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, mit dabei zu sein, wenn Sie hinten über Südwestfalen stolpern. Ich bin jetzt heute in der Tat bei unserer Arbeitsgemeinschaft Südwestfalen im Hochsauerland und von da war jetzt der Hintergrund der passendere. Sie haben eine Reihe von Fragen in den Raum geworfen. Ich will versuchen, die der Reihe nach abzuarbeiten. Was das Thema der unmittelbaren Betroffenheit betrifft, ja, also wir haben Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften, wir für diejenigen, die den Verband nicht einsortieren können. Wir sind Verband der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Sie finden bei uns kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen, kirchliche, Industrie-, Gewerkschaftsverbunde, private, aber auch über 300 Wohnungsgenossenschaften. Wir hatten betroffene Verbandsmitglieder in Hagen-Hoben-Limburg, im Tal von Wuppertal, im Rhein-Erft-Kreis und wir sind wie die Landeskirchen oder Sparkassen oder die Genossenschaftsbanken, aber auch noch für das nördliche Rheinland-Pfalz, also die alte Rheinprovinz, mit zuständig. Also in der Tat gehört auch das betroffene Ahrtal oder auch Trier zu den Regionen, wo unsere Verbandsmitglieder sich zurückgemeldet haben. Da fangen aber auch schon auch ein Stück weit die Unterschiede an. Ja, wir haben also verschiedene Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften in den fünf genannten Regionen, bei denen auch mehrere hundert Wohneinheiten davon betroffen gewesen sind. Aber der Unterschied liegt da schon ein Stück weit, dass wir in der Tat aus den Erfahrungen eigentlich schon der Jahrhundertflut, die der Minister Günther ja in Sachsen angesprochen hat, wo es also auch innerhalb der Wohnungswirtschaft schon 2002 und nachfolgend Austausch gegeben hat. Aber für uns in Nordrhein-Westfalen war eigentlich das Hallo-Wach-Erlebnis einmal eben das Sturmtief Ela am 9. und 10. Juni 2014 und dann sechs Wochen später Quincia mit massiven Auswirkungen ja damals in Münster. Und das war für uns damals Anlass, gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft und noch der alten rot-grünen Landesregierung, insbesondere damals des NRW-Bauministeriums, zu sagen, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Die Schlüsse, die waren ganz unterschiedlicher Natur. Zum einen sind damals, haben wir deutlich und von dahin zieht sich das also durch unsere Fortbildungsveranstaltungen wie ein roter Faden. Also wie gehe ich mit Oberflächenwasser um? Wie gehe ich mit Starkregenprävention um? Wie gehe ich mit dem Thema Wasser in Wohn- und Stadtquartieren um? Das begleitet uns seitdem. Was vielleicht viel wichtiger war und insoweit eben die Differenzierung zu den aktuellen Ereignissen. Wir haben damals aber auch eine große Kampagne zum Thema Elementarschadensversicherung gefahren. Sie haben das in Ihrem Papier aus meiner Sicht auch völlig zutreffend angeführt, weil wir in dieser unmittelbaren Nacherfahrung, insbesondere aus Münster, es natürlich auch viele Vorschläge gab, was kann im unmittelbaren baulichen Bereich getan werden. Höhere Bürgersteige, wasserdichte Kellergeschosse und Ähnliches. Aber am Ende die Quintessenz war ein singuläres Ereignis in einem eng umrissenen Raum ist bautechnisch nur sehr eingeschränkt beherrschbar. All die Dinge, die Sie aus meiner Sicht zu Recht in Ihrem Papier aufführen, auf die ich vielleicht gleich auch noch kommen würde, Dachbegrünung, das Abstandsgrün so gestalten, dass ein Quartier, dass ich da nicht nur Wiesen habe, sondern dass sie in der Tat zu Versickerungsflächen geeignet ist. Also im Nachlauf dazu sind verschiedene Projekte entstanden. Das sehen wir auch als ein Thema. Aber es war auch ein Stück weit die Quintessenz aus den Erfahrungen. Münster hätte ich damit trotzdem nicht verhindert. Das heißt, für uns war das der wesentliche Schluss. Wie kann ich den wirtschaftlichen Schaden verhindern? Und für die unternehmerische Wohnungswirtschaft hat das dazu geführt, dass heute in unserem Bereich das Thema Elementarschadensversicherung eigentlich Standard ist, bis hin dazu, dass auch Mieterinnen und Mieter, die möglicherweise nicht über diesen Versicherungsschutz verfügen, dann eben über wohnwirtschaftliche Versicherungslösungen in Teilen eben auch mit abgesichert sind. Das heißt, in der unmittelbaren Betroffenheit, das war der Nachlauf, den wir dann eben in den letzten Wochen auch erfahren haben, bleibt es für die Unternehmen und Genossenschaften beherrschbar. Das heißt, wir sehen als die Hauptleidtragenden eher
sagen wir mal, nicht unternehmerische Kleinvermieter, Selbstnutzer oder auch Gewerbetreibende, wenn ich an Bad Münstereifel denke, zum Beispiel eben in der unmittelbaren Flussnähe. Das muss aus meiner Sicht deutlich breiter werden, also über den Kreis der unternehmerischen Wohnungswirtschaft hinaus, um einfach wirtschaftliche Schäden für die Menschen beherrschbar zu machen und zu verhindern, dass da Einzelne wirklich auch vor dem Persönlichen ausstehen. Wir haben unmittelbar, damit haben wir noch an dem Freitag begonnen, in der Tat auch Programme zu fahren, wie Menschen, sag mal, die jetzt unmittelbar, so zum Beispiel in Trier-Ehrang ist ja ein ganzer Stadtteil eben stand unter Wasser. Mein dortiges Mitgliedsunternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Provinzial. Da waren 18 Mietwohnungsgebäude betroffen mit rund 150 Wohnungen, nicht? Da haben wir, sag mal, innerhalb eines Wochenendes haben wir eben über befreundete Mitgliedsunternehmen, die regionalen Arbeitsgemeinschaften, haben wir Austausch organisiert, damit unmittelbar Mieterinnen und Mieter, die einfach diese Wohnung nicht bewohnen konnten, ein Alternativangebot bekommen haben. Ich glaube, das hat sehr gut funktioniert, sodass wir jetzt eben auch versuchen, wenn uns Anfragen eben über unser Bauministerium erreichen, aus dem Bereich eben von Einzelmietern, die jetzt nicht bei der Wohnungswirtschaft, sondern anderweitig eben wohnen, da eben auch Hilfestellung geben zu können. Also ich glaube schon, wir haben aus den damaligen Ereignissen Schlüsse gezogen und versuchen das jetzt eben in der Praxis auch seit einigen Jahren eben umzusetzen. Wir stehen in einem sehr, sehr engen Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen. Auf vieles, was Herr Minister Günther angesprochen hat. Also wenn Sie in unserem neuen Magazin, was in dieser Woche rauskommen wird, sind die sächsischen Kollegen sehr breit mit drin. Und manche Sätze, die Sie gerade gesagt haben, kann ich nur unterschreiben oder wird von den Kollegen auch eben genannt. Also das, mein Direktorenkollege aus Sachsen sagt eben, das Wasser wird wiederkommen. Das heißt, die Schlüsse, die ich daraus ziehen muss, ist, wie gestalte ich Baukörper, die ich jetzt wieder renoviere. Wie Sie es, Herr Minister, gerade genannt, entweder ein möglichst schadensfreies Durchfluten eben dieses Gebäudes befördern, indem ich eben einfach in den betroffenen Untergeschossbereichen Baumaterialien verwende, die eben zu möglichst geringen Folgeschäden führen, und die gesamte Gebäudeinfrastruktur, die jetzt wieder errichtet wird, darauf ausrichtet, dass sie nicht nur von der Technologie, Sie haben das Thema Ölheizung angesprochen, das teile ich, aber eben auch, wo verbaue ich das im Baukörper, dass ich es eben nicht bewusst in den Bereichen dann wieder neu verbaue, wo sie besonders eben schadensintensiv betroffen werden können, sondern eben an anderen Stellen. Und den zweiten Punkt, auch den haben Sie angesprochen, auch das spricht der Kollege nochmal an, das Thema und die Unterstützung müssen und sollen bleiben und dürfen eben nicht jetzt im Moment ein politisches Thema sein, aber in 6 Wochen habe ich ein anderes Thema und dann gerät das alles wieder in Vergessenheit, weil die Entscheidungsprozesse in meinem Wirtschaftszweig sind Entscheidungsprozesse für Jahrzehnte. Und wenn ich sie treffe, dann muss und sollte es darauf ausgerichtet sein. Das ist aber auch ein Stück weit Fluch und Segen zugleich. Ich kann absolut verstehen, das, was Sie in Ihrem Papier auch formuliert haben, wie will ich es für die Zukunft richtig machen. Wir haben aber vielleicht weniger bei uns, aber trotzdem eben in den betroffenen Regionen auch jetzt aktuell Tausende von Menschen, die sehr, sehr schnell eben auch wieder eine Antwort brauchen. Und da beißt sich das so ein Stück weit, was Sie an Wünschen formulieren. Wie gehe ich mit den Flächen um? Welche Technologien will ich verbauen? Und will ich auf der anderen Seite gewährleisten, dass es aber eben möglichst schnell geht? Da kann ich Ihnen keine Antwort drauf geben. Aber da sind Sie eben Politik. Wir werden auf der einen Seite aus meiner Sicht deutliche Beschleunigungen brauchen im Bereich von Planungsprozessen, wenn der Wiederaufbau sehr schnell erfolgen muss. Und in Teilen muss er das, weil die Menschen brauchen eben auch ein Dach über dem Kopf oder
wieder eine wirtschaftliche Perspektive. Ich teile aber auch Ihre Analyse, dass ich nicht möglichst wieder falsch bauen muss. Ich bin, habe ja angesprochen, wir sind auch für Rheinland-Pfalz mit zuständig. Ich bin unter anderem auch da im Verwaltungsrat der ISB, also das ist das Förderpendant der NRW-Bank hier in Nordrhein-Westfalen. Wir werden dafür verantwortlich sein, auch dort die Wiederaufbauförderung zu gestalten. Und es muss uns eben gelingen, diesen Spagat zu gewährleisten. Was brauchen wir aus unserer Sicht im Nahbereich? Das haben Sie, Frau Bürgermeisterin, angesprochen. Das melden uns die Unternehmen auch aktuell zurück. Soforthilfe war richtig und wichtig. Das ist auf den Weg gebracht. Aber es ist eben nicht nur eine Frage des Geldes, sondern wir bekommen händeringend die Rückmeldungen, wir brauchen Baukapazitäten in Bauhandwerk, Baugewerbe und Bauindustrie. Und da sind wir ohnehin schon am Anschlag, weil sowohl die öffentliche Hand im öffentlichen Hoch- und Tiefbau, nicht nur in den betroffenen Regionen, sondern eben überall landesweit vor großen Herausforderungen steht. Und das merken wir eben auch in der Wohnungswirtschaft, Stichwort bezahlbares Wohnen. Da fahren wir leider am Anschlag. Wir fahren im Moment eine Kampagne bei unseren Mitgliedern. Seht ihr euch imstande, mal Baukolonnen für eine Woche oder zwei Wochen in die betroffenen Regionen auszuleihen? Oder wenn ihr Betriebe aus den betroffenen Regionen habt, die bei euch in normalen Regelbaustellen sind, könnt ihr die mal für ein oder zwei Wochen in die betroffenen Regionen zurückschicken, weil da ist es im Moment ganz besonders dringlich nötig. Und das gilt gleichermaßen für Planungskapazitäten. Das sind Dinge, die wir ja auch in anderen Bereichen merken, wo wir am Anschlag sind. Und da reicht es eben aus meiner Sicht nicht nur Geld reinzugeben, sondern da werden wir an der einen oder anderen Stelle deutlich schneller werden müssen. Und wie es uns jetzt gelingen kann, da schneller eben Neu- oder Wiederaufbaukapazitäten reinzulenken, weiß ich offen gestanden nicht, weil wir eben an vielen Stellen hier leider eben am Anschlag fahren. Aber da haben Sie, Frau Bürgermeisterin, absolut recht. Es ist dringend eben notwendig. In die Zukunft betrachtet, ich glaube, dass wir in der Tat beim Wohnungsneubau genauso wie bei der Modernisierung noch stärker auf Klimaresilienz abstellen müssen. Wir haben im Frühjahr, das haben wir schon mit der alten rot-grünen Landesregierung begonnen. Das Programm nannte sich noch Energetisch Sanieren Plus. Da war eher die Energie, die im Vordergrund stand. Das ist jetzt abgelöst worden von der Modernisierungsoffensive. Da sind sehr bewusst Förderelemente drin, die Sie auch in Ihrem Papier ansprechen. Stichwort Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, wie gehe ich, wenn ich in ein Quartier reingehe mit dem Abstandsgrün um, sehe ich es nur als Wiese, sondern sehe ich es eben auch als potenzielle Versickerungsfläche, um mit dem Thema Wasser umzugehen. Da hängt aber auch Kühlung in heißen Sommern. Also jedenfalls das generelle Bauen mit und für Wasser spielt da eine ganz zentrale Rolle. Aus meiner Sicht kann und muss das ausgebaut werden, wenn man im Hinblick auf künftige Förderprogramme nachdenkt. Es ist aus unserer Sicht ist das alles viel zu stark auch über verschiedene Ressortministerien verteilt. Versetzen Sie sich in die Rolle eines Wohnungsunternehmens, was sage ich, gehe jetzt in einen Bestand rein und will diese Dinge zukunftsfähig neu gestalten. Dann hat das keine Lust zu sagen, fördert meinetwegen das Umweltministerium Dach- und Fassadenbegrünung, fördert das Verkehrsministerium Ladeinfrastruktur und das Bauministerium macht den Rest, der vielleicht auf den Baukörper hinzielt, sondern das muss aus unserer Sicht stärker zusammengebunden werden. Das ist es im Moment nicht. Wir binden es letztlich zusammen, weil wir jetzt im Rahmen unserer Förderberatung das nun mal eben tun. Aber wir sind jetzt Verband und unsere Zielgruppe ist unternehmerische Wohnungswirtschaft. Da haben Sie es auch auf der anderen Seite mit Menschen zu tun, die das eben seit Jahren beruflich und damit professionell machen. Aber das habe ich versucht am Anfang deutlich zu machen. Viele oder aus meiner Sicht die Hauptbetroffenen auch wirtschaftlich sind Einzeleigentümer, sind Kleinvermieter, bei denen diese Professionalität nicht vorhanden ist. Die müssen Sie aber darüber erreichen, gerade und insbesondere jetzt auch bei dem Wiederaufbau. Und da würde ich mir auch ein Stück weit Veränderung eben in diesen Strukturen wünschen, bis hin zu dem Punkt, wir laufen auf ein, also für uns ist die neue Währung CO2.
Und am Ende ist aus meiner Sicht ein begrüntes Dach eben nicht nur etwas, was als Versicherungsfläche dient, sondern es ist am Ende auch eine CO2-Senke. Und auch da würde ich mir wünschen, wenn Sie Ihr Papier an der Stelle eben nicht nur rein unter dem Thema Flutprävention sehen, das ist es auch, aber für uns als unternehmerische Wohnungswirtschaft sind das am Ende kommunizierende Röhren, die man da, glaube ich, auch noch weiterentwickeln muss und auch entwickeln kann. Ja, so. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen breiten Input geben können und die Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, Frau Paul, jedenfalls in Teilen beantworten können. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Richter, für Ihre Einblicke zum einen zur aktuellen Lage, aber eben auch, dass Sie nochmal auch die Herausforderungen ja beschrieben haben. Also auch anschließend an das, was Bodina Schulze ja vorhin beschrieben hat. Es braucht einfach jetzt schnelle Lösungen. Und wir stehen an manchen Stellen, Sie haben es beschrieben, natürlich vor ganz schwierigen Ablehnungsfragen, auch vor Dilemmata. Also einerseits eben die Frage schneller Aufbau, andererseits aber auch nachhaltiger Aufbau. Wie kann der auch durch Fördersystematik noch unterstützt werden? Sie haben angesprochen die Frage von Verzahnung. Ich glaube, das gilt sowohl für kleinere Wohnungsunternehmen oder eben kleinere Eigentümer, als auch für kleinere Kommunen. Also die Verzahnung, der Know-how-Transfer, damit nicht wirklich jeder das Rad irgendwie neu erfinden muss, auch und gerade bei Förderprogrammen. Sie haben das ja sehr eindrücklich geschildert, wenn ich irgendwie mein Haus neu baue und meine Wohneinheit neu baue und bei drei verschiedenen Ministerien irgendwie vorsprechen muss, dann ist das für ein großes Unternehmen vielleicht möglich, für kleine kommunale Unternehmen oder eben für kleine Eigentümer eben schon sehr schwierig. Gleiches gilt, ich sehe Bodina Schulze nicken, das werden Sie, glaube ich, nicht sehen, aber das Gleiche gilt sicherlich auch für die Kommunen, da eben auch für eine bessere Verzahnung zu sorgen, auch den Know-how-Transfer und das große Problem, was wir allerdings auch schon vor der Flut hatten und für das wir auch nicht mal ebenso eine Lösung aus dem Ärmel schütteln können, ist die Frage von Planerinnen und Planern tatsächlich. Der öffentliche Dienstplaner muss an der Stelle tatsächlich attraktiver werden, damit wir genau diese Kapazitäten fahren können. Damit wären wir auch schon bei der Frage von Infrastruktur. Dr. Norbert Reinkober, Geschäftsführer der Nahverkehr Rheinland GmbH. Insgesamt die Schieneninfrastruktur, ein Milliardenschaden ist entstanden. Derzeit schätzt die Bahn, glaube ich, auf 1,4 Milliarden. Aber diese Schätzung ist bei weitem nicht abschließend, weil noch gar nicht alle Schäden wirklich abschließend gesichtet werden konnten. Wir haben immense Straßenschäden und mit den Schäden an der Infrastruktur verbunden natürlich massive Einschränkungen, was den Personennahverkehr angeht, was aber eben natürlich auch die Fragestellung von Wiederaufbau etc. angeht. Im Bereich SPNV, ÖPNV belaufen sich ausweislich des Verkehrsministeriums sicherlich auch nicht abschließend die Schäden auf 270 Millionen. Und Ihre Verbandsversammlung hat eine Resolution, Herr Dr. Reinkober, verabschiedet, in der Sie auch nochmal Bund, Land und Infrastrukturbetreiber auffordern, die Katastrophe eben auch als Chance zu nutzen, eben auch für die Frage nachhaltiger Infrastrukturentwicklung. Vielleicht können Sie uns, mögen Sie uns einen Einblick geben in die aktuelle Situation, aber eben auch in das, was jetzt passieren muss. Ja, hallo zusammen in die Runde. Gebe ich gerne, wie es im Augenblick mit der Betriebslage im Augenblick aussieht. Unser Gebiet umfasst ja die Kreise vom Oberbergischen Kreis bis zur holländisch-belgischen Grenze, also ein Riesengebiet, das gesamte Rheinland. Und ich habe ein paar Folien mitgebracht, wenn Sie einblenden können vielleicht, um so ein bisschen das Schadenereignis für Sie nochmal darzustellen. Wir klicken mal eben schnell durch, vielleicht eine Seite weiter direkt. Wir haben im Gebiet der Deutschen Bahn von DB Netz große Schäden von der Eifel über die Voreifel, die Grenzlandbahn, das ist die Strecke von Aachen bis nach Düsseldorf, entlang der Wupper, Leichlingen, Opladen, aber natürlich auch in unserem angrenzenden Gebiet entlang der Ahr, mit dem wir ein gemeinsames Netz haben. Sie sehen hier auf der Karte natürlich auch dargestellt die Situation in Essen, in Hagen, bis rein ins Sauerland. Auch dort sind große Verwerfungen zu verzeichnen. 50 Brücken, 180 Bahnübergänge, 40 Stellwerke, 1000 Oberleitungsmasten, zahlreiche Energieanlagen, Aufzüge, Bahnhöfe, all das, wo wir in den letzten Jahren gerade dran waren und sie zum Teil erneuern konnten, Hang- und Dammrutschungen, Über- und Unterspülungen von Gleisen, allein
auf 600 Kilometer. Das ist eine richtig große Wucht, die dort uns getroffen hat. Und uns, das sind sowohl die Infrastrukturbetreiber, in dem Fall jetzt DB Netz und eine Folie weiter, auch das private Unternehmen, was im Aachener Raum die gesamte Infrastruktur bereitstellt, die EVS in Stolberg, Altstadt. Sie haben die Bilder vielleicht im Fernsehen gesehen, auch dort große Zerstörungen in Langerwehe und auch in Düren, Heimbach waren große Schäden zu verzeichnen gewesen. Wir konnten aber, und jetzt vielleicht ein paar Bilder, eben mal schnell durchgeklickt, um Ihnen so ein paar Eindrücke zu machen. Bitte weiter. Das ist ein Bild aus Bad Münstereifel entlang der Strecke von Euskirchen kommen. Zahlreiche zerstörte Brücken. Weiter bitte. Selbst Bahnstrecken, die jetzt hier auf der rechten Seite überflutet dargestellt sind, müssen erneuert werden. Die sind zwar jetzt provisorisch in Betrieb gegangen, aber die gesamten Entwässerungen unten drunter und damit die Standfestigkeit dieser Strecken sind allein durch eine Überflutung und durch eine Verschlammung hinüber. Bitte weiter. Auf dem nächsten Bild sehen Sie Geroldstein, ein Bahnhof, der bis jetzt noch nie einen Wasserschaden hatte jemals. Hier sind Fahrzeuge überflutet worden und Sie sehen auf der rechten Seite auch, wie das Wasser dann durch den Bahnhof durchfloss. Weiter bitte. Das ist entlang der A. Dort haben Sie zahlreiche Videos sicherlich in den letzten Wochen verfolgen können. Dort ist die gesamte Bahnstrecke weggeschwemmt worden. Bitte weiter. Und das führt natürlich, so wie jetzt hier im Aachener Raum wieder, wenn es solche Unterspülungen wie auf der rechten Seite zu sehen sind, dann muss der gesamte Aufbau des Bahndammes neu gemacht werden. Und diese Strecken fallen über Monate, wenn nicht sogar über Jahre aus. Bitte weiter. Es ist gelungen, dass, und Sie können es ein bisschen an den farblichen Markierungen sehen, grün, gelb, rot, gelb und komplett rot, eine erste Einteilung, wann denn mit einer Reparatur dieser Strecken zu rechnen ist. Die Bahn hat es geschafft, von anderen Baustellen Baumaterialien und Baumaschinen abzuziehen und dort einzusetzen, vergaberechtlich gar nicht so einfach gewesen. Aber es ist eben unter dieser Notfallsituation von Seiten der Landesregierung eben auch ermöglicht worden, dies so zu machen, sodass viele, viele Streckenabschnitte provisorisch in Betrieb gehen konnten. Wir werden trotzdem in den nächsten Monaten wieder merken, dass der Zugverkehr immer wieder dort eingestellt werden wird, weil dort dann schwere Geräte auf diesen Bahnstrecken dann nochmal den gesamten Untergrund aufarbeiten werden. Bei den langfristigen Schäden, ja klar, wenn eine Brücke zerstört ist und wir haben allein bei uns im Gebiet über 30 Brücken, die zerstört worden sind. Da braucht man länger, bis die gebaut sind. Aber allein diese Planung dafür, sie sollen ja Resilienz aufgebaut werden, also breiter aufgebaut werden. Auch da wird es Beteiligungsverfahren geben müssen. Da hoffen wir, dass diese Beteiligungsverfahren nur im begrenzten Maße für diese Streckenabschnitte durchzuführen sind, sodass man sehr schnell dann von der Planung anschließend in die Umsetzung gehen kann. Bitte weiter. Wenn es darum geht, mit Inbetriebnahmen möglichst schnell auf unsere Kunden zuzukommen, dann ist es uns wichtig, nach der ersten Prognose, die eigentlich nur umfasste, was kriegen wir bis zum Jahresende hin, was ist im nächsten Jahr und was ist im übernächsten Jahr zu realisieren, dass wir sehr schnell jetzt auf unsere Kunden zugehen, damit sie nicht ihre Monats-, ihre Jahreskarten zurückgehen, sich einen Pkw kaufen und dann für immer und ewig verloren sind, sondern dass wir ihnen aufzeigen können, über was für einen begrenzten Zeitraum Sie möglicherweise jetzt mit diesen Einschränkungen zu leben haben. Und wir sind froh, dass jetzt an diesem Wochenende allein zwischen Bonn und Rheinbach der Verkehr aufgenommen wurde, dass wir auf der Eifelstrecke ab nächste Woche schon bis Euskirchen kommen. Alle Strecken, die danach kommen, die werden noch länger dauern und sowohl dann rüber bis nach Trier, als auch bis nach Bad Münstereifel oder entlang der Ahr. Dort wird es sicherlich 1, 2 oder 3 Jahre dauern, bis diese Strecken wieder aufgebaut sind. Bitte weiter. Bitte weiterklicken. Ich habe eben von den Streckenschäden berichtet. Das ist ein Blick in eines der Fahrzeuge. 9 Fahrzeuge sind überflutet worden und sie sind hoch überflutet worden, wie man an dem mittleren Bild sehen kann. Sie sind mit Schlamm durchflossen worden. Die gesamte Elektrik ist hinüber
und von den Fahrzeugen, die wir, von den 50 Fahrzeugen ungefähr, die wir im Kölner Dieselnetz im Augenblick noch am Fahren haben, sind 9 jetzt im Augenblick zerstört. Kosten allein für ein Fahrzeug ungefähr 1,5 Millionen Euro. Da weiß man, wie viel Geld letztendlich hier zur Verfügung gestellt werden muss an die Betreiber, die ja in Wettbewerbsverfahren diese Strecken gewonnen haben. Bitte weiter. Das bedeutet, dass selbst wenn wir jetzt demnächst die Strecken in Betrieb nehmen können, wir nicht genügend Fahrzeuge haben werden. Diese Fahrzeuge müssen sehr schnell sein, weil sie im Kölner und im Bonner Raum ja im normalen S-Bahn-Verkehr mitfahren. Also wir können nicht irgendwelche Fahrzeuge bundesweit einsetzen, sondern es müssen sehr beschleunigungsstarke Fahrzeuge sein. Insofern hoffen wir darauf, dass die Bahnindustrie uns hier schnellstmöglich Ersatz bzw. Reparatur dieser Fahrzeuge vornehmen können. Weiter bitte. Wo wir auf eine große Hilfsbereitschaft bundesweit getroffen sind, das war bei der Zurverfügungstellung von zusätzlichen Busmaterialien. Also wir haben von Hamburg bis nach Süddeutschland überall Anfragen gehabt, ob wir weitere Busse benötigen, um dann Schienenersatzverkehr durchzuführen. Natürlich waren viele Straßen zerstört, natürlich gab es entlang der Strecke viele Problemlagen. Nichtsdestotrotz haben es die Betreiber im gesamten Rheinland geschafft, einen sehr stabilen Ersatzverkehr aufzustellen, der nicht nur Schnellbusse vorsah, sondern auch im regionalen und im lokalen Umfeld weitere Buslinien anbot. Es gab natürlich vor Ort kommunale einzelne Schwierigkeiten, das will ich nicht verhehlen, aber insgesamt aus meiner Warte, aus meiner Betrachtung hat das Zusammenwirken von den Kreisen, von den Städten und Gemeinden zusammen mit den kommunalen und den privaten Busunternehmen hervorragend funktioniert, sodass sehr schnell ein stabiler Ersatzverkehr aufgebaut werden konnte. Natürlich mit viel, viel längeren Fahrzeiten, das ist ja keine Frage. Ansonsten würden wir nicht unsere Züge normal fahren lassen, sondern natürlich mit Restriktionen, dass man eben sehr viele Umwegfahrten machen musste. Und natürlich gab es auch Probleme in den innerstädtischen Bereichen, wo all die Busse dann abgestellt werden mussten. Aber ansonsten ist meine Bewertung, lief der Ersatzverkehr hervorragend. Bitte weiter. Und noch eine Folie, bitte weiter. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Fragestellung, was muss denn jetzt gemacht werden? Bauen wir nur wieder auf? Bauen wir Resilienz auf? Das heißt, etwas breitere Brücken. Wir befinden uns natürlich überall in Auenlandschaften, dann an den Stellen, wo die Brücken benötigt werden. Oder bauen wir zukunftsfähig aus? Und die eine Sache ist, möglichst schnell wieder den Verkehr aufzunehmen und einfach mal das Streckennetz durchzuarbeiten und kleinere Schäden zu reparieren. Oder versuchen wir es jetzt, wie für all diese Strecken ja schon geplant. Wir sind im Rheinland ja sehr gut auf dem Weg, unterwegs im Rahmen von Knoten Köln, Knoten Aachen, all den Ausbaumaßnahmen, die wir im Augenblick bundesweit vorantreiben. Die Region braucht sich dann nicht verstecken. Sie war bis dato einer der schnellsten in der Umsetzung von diesen ganzen neuen Projekten. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir fraktionsübergreifend es geschafft haben, alle mitzunehmen und gemeinsame Lösungen zu finden. Aber jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir daran? Ist es nur der Wiederaufbau oder wollen wir möglicherweise bei diesen Strecken, ich habe gerade davon erzählt, dass es das Kölner Dieselnetz ist, mit dem wir hier in die gesamte Region fahren. Das sind also Dieselfahrzeuge. Sie sind zwar schon nach der neuesten Norm gebaut, aber es sind Dieselfahrzeuge. Oder wollen wir, so wie geplant, die Strecken elektrifizieren? Wollen wir versuchen, wenn diese Strecken jetzt wieder aufgebaut werden, auch die Fundamente für die Elektromasten direkt zu verbauen? Können wir die Gelder einsetzen, um diese Planung genau in der Richtung voranzutreiben? An den Strecken, wo wir bis jetzt Benachteiligung hatten, weil wir nicht zweigleisig waren, also teilweise möglicherweise eine Erweiterung des Bahnnetzes vornehmen. All diese Fragen stehen im Augenblick im Vordergrund auf der bundespolitischen Diskussion. Ich bin froh, dass 30 Milliarden bereitgestellt werden. Und jetzt bedarf es natürlich der entsprechenden Formulierung im Gesetzestext. Und auch da gibt es eine fraktionsübergreifende Vorgehensweise, sowohl bei uns in den Gremien als auch im Regionalrat. Und auf der Landesseite ja ebenfalls erfahren wir große Unterstützung. Die Kontakte auf der Bundesebene waren ebenfalls sehr,
sehr wohltuend gewesen. Aber jetzt bedarf es eben dieser Ergänzungen, damit der Gesetzestext, der ja fortgeschrieben wurde von den Fluten von 2013, dass der jetzt für diese veränderten Rahmenbedingungen entsprechend erweitert wird, sodass wir diese Strecken zukunftssicher aufbauen können. Und da liegt mir wirklich sehr, sehr viel dran. Und ich bin froh, dass eben dieser politische Rückhalt da ist. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Reinkober, auch für Ihre Einschätzung, aber auch für die Einblicke, was die Wassermassen tatsächlich auch mit der Infrastruktur gemacht haben. Ich glaube, auch das wird kein Sprint sein, sondern leider auch Mittelstrecke bis Marathon, bis dort auch wieder wirklich alles instand gesetzt ist. Wichtige Hinweise haben Sie dazu gegeben, dass dies eben auch genutzt werden sollte, um jetzt tatsächlich auch zukunftsträchtiger, zukunftsfähiger zu bauen, die Elektrifizierung mit in den Blick zu nehmen und auch die Resilienz der Infrastruktur insgesamt. Herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Und jetzt kommen wir zu den Schlaglichtern aus den politischen Fachbereichen. Zum einen Arndt Glocke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Verkehr, Bauen und Wohnen, also zwei Themenbereiche, die wir ja gerade auch noch sehr intensiv besprochen haben. Johannes Remmel, Sprecher für Stadtentwicklung. Und wir würden dann uns gleich auch noch freuen über eine kurze Einschätzung von Karl Bernhard von Heusinger, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz. Karl Bernhard von Heusinger hatte ja gerade auch schon in den Chat gestellt, wie die nächsten parlamentarischen Schritte auch in Rheinland-Pfalz aussehen. Wir freuen uns, wenn du uns gleich auch noch einen kurzen Input aus Rheinland-Pfalz und der Situation dort gibst. Aber jetzt zunächst Arndt Glocke. Sehr gerne. Ich glaube, ich muss technisch nichts mehr machen. Ne? Ich sehe mich ja auch schon zugeschaltet. Also, herzliche Grüße erstmal in die Runde, insbesondere an Alexander Richter und auch Norbert Reinkober. Wir sind ja regelmäßig im fachlichen Austausch und auch an Wolfram nach Sachsen. Wir kennen uns aus längerer Zeit von früheren Aktivitäten. Es ist eben in den beiden Berichten im Bereich von natürlich Wohnungsbau oder die Fragen der Stadtentwicklung, wo auch Johannes gleich noch was zu sagen wird, auch schon angesprochen worden und natürlich von Alexander Richter. Wir hatten in der letzten Woche Verkehrsausschusssitzung und also des Landtags. Wir hatten sehr zeitnah nach der Unwetterkatastrophe einen Fragenkatalog eingereicht als grüne Fraktion. Immer im sozusagen konstruktiv-kritischen Dialog mit der Landesregierung und mit dem Ministerium. Das hat Norbert Reinkober ja eben auch gesagt. Es ist natürlich eine parteiübergreifende, fraktionsübergreifende Aufgabe, jetzt den Wiederaufbau zu organisieren. Und es geht auch nicht um parteipolitische Scharmützel. Wir haben einfach eine ganze Reihe von Fragen, die uns bewegen und durch den Kopf gehen, was den Wiederaufbau angeht, vorgetragen, wie das von der Oppositionsfraktion sich, finde ich, auch gehört. Und die Landesregierung hat letzte Woche kurz vor der Ausschusssitzung einen sehr umfangreichen Antwortkatalog vorgelegt. Den gibt es auch. Vielleicht können wir mal, die Hasret ist, glaube ich, fleißig mit dabei und Tulli meine ich auch, das Dokument gleich einfach mal in den Chat einstellen, also von der Verkehrsausschusssitzung am letzten Mittwoch, weil das einen Überblick gibt über die verschiedenen Einzelmaßnahmen, die jetzt im Bereich Straßenbau, im Bereich Schiene, im Bereich NE-Bahn etc. notwendig sind. Ich habe eine sozusagen Zusammenfassung, was die Schäden alleine im Bereich des Netzes der Deutschen Bahn angeht, hier vor mir liegen, um vielleicht nochmal Hausnummern zu sagen, wie schwerwiegend eben dieses Ereignis ist. Also Schadenssumme derzeit spezifiziert auf 1,3 Milliarden Euro mindestens. Gravierende Schäden an 50 Brücken, Schäden an 180 Bahnübergängen, gravierende Schäden an mindestens 40 Stellwerken, Schäden an 1000 Oberleitungs- und Signalmasten, zahlreiche Hang- und Dammabrutsche, Unterspülungen oder Überspülungen von Gleisen, Totalschaden am Bahnhof Hagen und Limburg. So, also das sagt, glaube ich, sozusagen in dieser Zusammenballung alles, was die Fülle der Schadensereignisse angeht. Bei den Straßen ist es so, dass derzeit mit einer Summe von 120 Millionen mindestens gerechnet wird. Es sind ja bis heute zahlreiche Landes- und Bundesstraßen gesperrt und auch Kreisstraßen. Das Verkehrsministerium hat eine Taskforce eingesetzt mit dem Landesbetrieb Straßen und auch mit der Autobahn GmbH in Berlin und eben den regional zuständigen, um möglichst schnell
jetzt eben die Straßen wieder befahrbar zu machen, teilbefahrbar zu machen. Teilweise sind einzelne Fahrspuren auch wieder zu befahren. Was unser grünes Anliegen ist, wir sind ja heute eine grüne Veranstaltung, geht in die Richtung, die Norbert Reinkober eben angedeutet hat und die habe ich letzte Woche im Ausschuss auch angesprochen. Wenn man jetzt Infrastruktur wieder aufbaut, dann sollte man doch die Chance nutzen, entsprechend auch nach dem heutigen Stand des Bauens, der Technik, diese eben Gleiswege, diese Straßen und natürlich auch die Häuser selbstverständlich wieder aufzubauen. Also das heißt natürlich Stichwort Elektrifizierung. Da haben wir ja gerade im Bereich der Eifelstrecken noch einiges zu tun. Das war uns auch klar. Hatten wir auch mehrere Anfragen in dieser Legislaturperiode schon als Grüne immer wieder versucht zu bohren, dass diese Strecken auch jetzt elektrifiziert werden. Wenn sie jetzt sowieso wieder aufgebaut werden müssen, meinen wir, dass man diese Chance benutzen sollte. Das Gleiche gilt, was den Wiederaufbau von Landstraßen und Bundesstraßen angeht, dass man die Chance dann auch nutzt, um auch begleitend gute Radwege anzulegen. Auch das ist ja ein Projekt sozusagen, wenn Straßen nach 30, 40 Jahren jetzt mal wieder angefasst werden, die Chance, das umzusetzen, was wir auch miteinander verabredet haben, indem wir ja auch die Volksinitiative auch pro Fahrrad angenommen haben oder jetzt ein NRW-Radgesetz vor uns haben, egal in welcher Fassung das nun verabschiedet wird, es ist ja klar, dass wir deutlich mehr Fahrradmobilität haben wollen, auch bei den Alltagsfahrten, und wenn jetzt Straßen neu gebaut werden oder wieder neu erstehen, dass man die Chance nutzt, um entsprechend auch Radwege anzulegen. So, das haben wir letzte Woche im Ausschuss angesprochen von grüner Seite. Das Ministerium hat wohlwollende Prüfung zugesagt, beziehungsweise zugesagt, dass sie in einzelnen Punkten auch schon am Planen sind. Das ist für uns jetzt Work in Progress und bei allen, die jetzt zugeschaltet sind, also aus den Kommunen, sind ja eine ganze Reihe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Bitte an euch, meldet euch bei uns. Wenn ihr Schwierigkeiten beim Planungsstand seht, sagt, da solltet ihr nochmal nachfragen, weil unsere Chance als Opposition ist, eben über kleine Anfragen im Parlament, über die Ansprache der Landesregierung, über Thematisierung im Ausschuss auch Dinge zur Sprache zu bringen. Und das ist uns durchaus einer Reihe von Punkten in dieser Legislatur auch gelungen, da den Finger an die richtige Stelle zu legen und Dinge auch ein Stück mit voranzuschieben. Und da hätte ich die Bitte an euch, sich an uns zu wenden, wenn ihr sagt, das läuft da irgendwie nicht in die gute Richtung oder wir brauchen da mehr Informationen, könnt ihr uns da unterstützen. Das machen wir entsprechend gern an der Stelle. So, das reicht, glaube ich, von meiner Seite erstmal aus. Also, grüner Fragenkatalog, umfangreiche Stellungnahme der Landesregierung. Die Hassred hat das Dokument eben auch eingestellt. Da kann man die einzelnen Straßenabschnitte, die Bahntrassen, Norbert Reinkober hat ja eben auch schon Überblick gegeben, aber das, was vielleicht sozusagen noch ergänzend dazu zu sagen ist, steht in diesem Dokument drin. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann gerne an mein Büro wenden, an Bettina Thul, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich bin total sicher, dass uns das die nächsten 1, 2, 3 Jahre intensiv beschäftigen wird, dieser Wiederaufbau. Und von daher haben wir viel miteinander zu tun. Danke erstmal, dass ich einen kurzen Input geben konnte. Vielen Dank, Arndt, für den Input und nochmal auch die ergänzenden Informationen aus dem Verkehrsausschuss und den Antworten des Verkehrsministeriums. Und jetzt Johannes Remmel, Sprecher für Europapolitik und Stadtentwicklung und auch einer der Mitautoren des ja vorhin schon in den Chat gestellten Antrags zu unseren grünen Konsequenzen. Johannes, bitte. Ja, auch von meiner Seite herzliche Grüße in die Runde. Soll ja Schlaglicht sein und ich bemühe mich nicht irgendwie Co. zu referieren, obwohl vieles eigentlich noch länger ausdiskutiert werden müsste. Ich will als erstes ein großes Kompliment machen in die Runde, nicht weil ich Honig ums Maul schmieren will, sondern weil ich noch die letzte und erstmalige Ausschusssitzung des Kommunal- und Bauausschusses vor Augen habe, nach der Flut letzten Freitag. Das, was heute hier besprochen ist, ist Vielfaches, um ein Vielfaches intensiver, kompetenter und dichter als das, was die Landesregierung da im Ausschuss vorgelegt hat. Wir haben deshalb beantragt, das zu einem ständigen Punkt zu machen. Und meine Bitte wäre, genauso wie Arndt, bringt einfach die Dinge an uns heran. Wir tragen die dann in den Ausschuss, insbesondere was den Wiederaufbau angeht. Die Landesregierung war für mich, nicht nur, weil ich das jetzt oppositionell so sagen muss, sondern erschreckend blank. Und mein Eindruck ist,
obwohl ich den Kollegen aus vormaliger Zusammenarbeit Dr. Jeckel durchaus schätze, dass man sich hinter dieser Person versteckt, dass die das schon macht und ansonsten sich kaum Gedanken macht. Das soweit an dieser Stelle Richtung Ausschuss. Ich würde als Conclusio erstens nochmal für mich oder für uns festhalten wollen, Cetro Censeo. Ich bin der Meinung, sowohl Klimaanpassung als auch Klimaschutz muss Pflichtaufgabe, Daseinsvorsorge der Kommunen werden und muss auch entsprechend von Land und Bund finanziell ausgestattet werden, weil da spielt die Musik, da wird gebaut, da wird geplant und nur da kann man es letztlich ortsnah umsetzen. Das als Nummer eins. Richtung Bund würde ich gerne formulieren wollen, auch als Signal für Wiederaufbau, dass wir Entscheidungen brauchen, endlich als Konsequenz das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Paragraph, glaube 73 ist es, mit den vielen Ausnahmen, warum in Überschwemmungsgebiete noch gebaut werden darf, zu streichen. Da braucht es eine politische Kraftanstrengung. Wir haben das leider vergeblich nach den zwei Elbe-Hochwassern versucht, sind gescheitert. Und ich meine, jetzt muss der Anlass sein, das auch umzusetzen. Das würde ein Signal geben, hier auch nicht wieder zu bauen, da wo zerstört worden ist. Und das Gleiche gilt meines Erachtens als Signal auch für die Entscheidung und die Frage, ob es eine Pflichtversicherung im Elementarschadensbereich geben soll. Das würde Signale auch für den Wiederaufbau da senden. Da, wo nicht versichert werden kann, da kann man auch nicht wieder aufbauen. Das gilt insbesondere, meine ich, auch für die gewerblichen Flächen und für die gewerblichen Unternehmen. Wir sprechen immer über Wohnimmobilien, aber erhebliche Betroffenheiten sind ja auch bei gewerblichen Immobilien und die können nicht wieder in diese gefährdeten Bereiche reingebaut werden. Wo ich noch Fragen habe, wo wir fachlich auch, glaube ich, noch Unterstützung brauchen, da wird mich insbesondere die Erfahrung in Sachsen interessieren. In den Bereichen im oberen Flussgebieten, also im Quellgebiet und unterhalb, da wo die Täler noch sehr eng ist, da ist es schwierig mit Retentionsflächen. Da habe ich zumindest gehört, dass es da Modellprojekte gibt, auch in kleineren Ortslagen Wasser umzuleiten, irgendwelche Umbauten zu machen. Da fehlt uns, glaube ich, die Erfahrung und wir wissen jetzt, dass Hochwasser auch in Mittelgebirgslagen ankommt und wir auch Dörfer und kleinere Städte anpassen müssen. Da habt ihr, glaube ich, in Sachsen gute Erfahrungen oder einige Erfahrungen gemacht. Das wird uns interessieren, da Näheres zu hören. Auch die Frage Rückbau. Brauchen wir dafür extra Geld? Brauchen wir sowas wie einen Rückbaufonds? Ihr habt ja eben dargestellt, dass das an einigen Stellen gelungen ist. Da sind wir noch sehr vorsichtig mit unseren Forderungen und würden gerne auch von Erfahrungen lernen. Und die letzte Bitte, wo ich selber nicht weiß, wie wir es schnell machen können und müssen, ist an den Stellen, wo wir sagen, da kann nicht wieder aufgebaut werden, ein Angebot an anderer Stelle zu machen und das planerisch schnell zu realisieren. Also wie überbrücken wir die bestehenden Planungsprozesse bei Landesplanung, Regionalplanung, Flächennutzungsplanung, um schnell Baugebiete, kleinere, da ausweisen zu können, wo wir meinen, ortsnah, das nicht wieder aufgebaut werden kann, ohne jetzt Umwelt- und Naturschutz völlig über Bord zu werfen. Aber ich glaube, hier brauchen wir irgendwelche Kurzschlüsse, Kurzüberbrückungen, damit wir das auch glaubhaft politisch einfordern können, nicht wieder da aufzubauen, wo alles zerstört ist. Soweit von meiner Seite. Herzlichen Dank nochmal und um die weiteren Unterstützung wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank, Johannes, zum einen für nochmal die Spiegelung, zum anderen aber auch für die von dir jetzt nochmal aufgeworfenen Fragen. Wir werden die heute jetzt nicht mehr mit behandeln können, aber wir sehen ja heute auch als Anfang eines Austausches und insbesondere die Fragen, die du aufgeworfen hast, Richtung Wolfram und der sächsischen Erfahrung werden wir vielleicht auch noch mal im Rahmen eines weiteren Austausches innerhalb der Fraktion mit aufgreifen können. Jedenfalls wäre das eine
Idee, die ich gut finden würde und die ich dann mal so in den Raum werfe, in der Hoffnung, dass Wolfram sich nicht verschreckt fühlt. Dann würde ich jetzt noch Karl Bernhard von Heusinger bitten, uns noch einen kurzen Einblick zu geben in die aktuelle Situation in Rheinland-Pfalz, insbesondere auch mit Blick darauf, was du vorhin schon in den Chat gestellt hattest, wie ihr auch parlamentarisch euch weiter damit befasst. Denn Verena hatte ja vorhin für Nordrhein-Westfalen gesagt, wir wollen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen. Wir sind da noch in Gesprächen. Du hattest ja auch über eure parlamentarische Befassung da kurz in den Chat geschrieben. Karl Bernhard, bitte. So, kann man mich hören? Ich hoffe. Wunderbar, vielen Dank, dass ich hier teilnehmen darf, so ganz spontan. Vielen Dank für diese Veranstaltung. Und ich habe auch schon ganz viele Informationen daraus für mich selber mitgenommen und für uns in Rheinland-Pfalz. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf weiteren Austausch. Gerne ein ganz kurzer Bericht aus Rheinland-Pfalz. Tatsächlich zum einen vielleicht nur vom Umfang her. Wir haben, das wisst ihr alle, leider 133 Opfer der Hochwasserkatastrophe und über 800 Verletzte gehabt. Wir haben über 15 Milliarden Euro an Schäden. Wir haben eine total zerstörte Infrastruktur im Ahrtal. Wir haben zurzeit 585 Handwerksbetriebe, die betroffen sind. Wir haben natürlich Touristik, Hotel, Gastronomie, die zerstört ist, ein ganzer Tourismusbereich, der zerstört ist. Und wir haben zurzeit aktuell ganz aktuelle Probleme, wie beispielsweise, wo bringen wir die Menschen aus dem Ahrtal im Winter unter, denn sie haben keine Heizung oder zumindest momentan keine Heizung, sie haben kein Fließwasser, kein Gas und nur zum Teil Strom. Ganz erhebliche Probleme, die natürlich irgendwie zu lösen sind. Alles Weitere wisst ihr, ich will mich da kurz halten. Vielleicht zu unseren Punkten, die wir jetzt parlamentarisch machen. Wir setzen morgen eine Enquete-Kommission ein. Ich versuche da gleich nochmal den Link in den Chat zu setzen für alle. Da könnt ihr den Beschluss für die Enquete-Kommission sehen. Da wird es zum einen darum gehen, wie stellen wir den Katastrophenschutz neu auf. Wir haben natürlich hier in Rheinland-Pfalz nochmal einen anderen Blick auf den Katastrophenschutz vor dem Hintergrund der vielen, vielen Opfer, die wir hatten. Und ich glaube aber, die Diskussion ist ja auch bundesweit gelaufen. Auch da herzlichen Dank für die ganzen Papiere, die bereits entstanden sind. Die werden wir hier auch mitverarbeiten können. Da werden wir einen ganz intensiven Blick drauf werfen. Und zum anderen, das wurde ja hier auch schon angesprochen, die Frage der Planung, des Neubaus, des Wiederaufbaus der A-Region, aber auch natürlich vor allen Dingen dann, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Extremwetterereignissen und Zerstörungen um. Da sind ja Stichwörter genannt worden wie Elementarschadenversicherung oder aber auch ganz aktuell, jetzt werden ja die Hochwassermarken überall neu gesetzt und dann, wie geht man damit um, wenn aktuell eine Lage in einem Hochwassergebiet liegt, kann dann überhaupt neu gebaut werden, müssen wir neue Flächen ausweisen, dann entsteht wieder Versiegelung, möglicherweise auf Hügeln, auf Bergen. Also die gleichen Probleme, die ihr alle angesprochen haben, werden auch Teil der Enquete-Kommission sein, vor dem Hintergrund, dass eben in Zukunft diese Starkwetterereignisse, Extremwetterereignisse in ganz Deutschland mehrfach zu erwarten sind und wir da eben auch für wahrscheinlich nicht nur für uns in Rheinland-Pfalz, sondern auch für uns in ganz Deutschland da Dinge einfach mal aufklären müssen. Der zweite Punkt, der wird hier von der Opposition, das ist ja hier die CDU, dann beantragt werden. Das ist ein Untersuchungsausschuss, da wird man dann mal gucken, wie ist dann in der Katastrophenlage damit umgegangen worden. Das ist sicherlich auch wichtig. Und letztlich ist, glaube ich, noch eins wichtig und deswegen bin ich so dankbar für den Austausch. Das ist für uns alle ein erstmaliges Ereignis und ich glaube, wir können alle von unserem Wissen profitieren, dass wir uns alle hier beschaffen und deswegen freue ich mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben können. Ich halte es soweit kurz. Ihr könnt uns mir gerne noch Fragen stellen. Ansonsten würde ich es erstmal dabei belassen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für den kurzen Einblick und du hast es ja gesagt, in Rheinland-Pfalz sind noch viel mehr Menschen zu Tode gekommen und ist die Situation im Ganzen natürlich gerade im Ahrtal auch nochmal
um ein Vielfaches dramatischer. Wir alle haben die Bilder gesehen und natürlich sind wir da auch nach wie vor in Gedanken bei den Betroffenen, für die das auch immer noch keine einfache Zeit ist, auch wenn für diejenigen, die nicht in den Gebieten leben, das schon wieder so ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist. Es ist nicht mehr die erste Meldung in den Nachrichten, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, braucht es auch weiter die Aufmerksamkeit auch für die Betroffenen, insbesondere bei euch auch im Ahrtal. Also herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch nochmal für den Antrag, den du hier eingestellt hast. Das bringt mich zu den Schlusshinweisen, denn wir sind schon am Ende unserer Zeit. Wir sind sogar schon ein bisschen drüber. Aber ich glaube, das war ein sehr guter, sehr dichter Austausch, der auch aus ganz vielen Perspektiven die Situation und die Herausforderungen, aber auch die Anforderungen beschrieben hat. Wir haben gerade noch mal festgestellt, das war jetzt auch so viel an Input, den es gegeben hat im Chat, an Dokumenten, die eingestellt wurden. Auch das werden wir noch mal zusammenstellen und an alle Teilnehmenden einmal gebündelt verschicken, damit da auch alle Informationen zusammengefasst ankommen. Dazu werden wir auch noch einen Terminhinweis mit rumschicken, den will ich aber gerne jetzt schon geben. Am 7.9. um 20 Uhr wird es ein Fachgespräch geben zum Thema Katastrophenschutz. Karl Bernhard hat es ja gerade angesprochen, auch hier ist das Thema selbstverständlich. Da bietet Verena Schäffer dann ein Fachgespräch zu diesem Themenbereich an. Kommt auch nochmal als Hinweis in die Sammlung, die wir verschicken, aber selbstverständlich werdet ihr auch sonst nochmal weiter darauf aufmerksam gemacht werden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen, bei den Inputgebenden, auch bei den Schlaglichtgebenden, also bei Anne Glocke, Johannes Remmel, aber auch bei Karl Bernhard. Ganz herzlichen Dank an Norbert Reingruber, an Alexander Richter, Wolfram Günther und Bondina Schulze. Ich glaube aber natürlich auch an Oliver Krischer. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Weile im Austausch bleiben. Und das ist auch gut, dass wir da im Austausch bleiben, weil die Herausforderungen groß sind, aber weil das, was wir daraus lernen müssen, glaube ich, auch uns vor große Anforderungen stellt. Und es ist jetzt, glaube ich, durchweg in allen Inputs angeklungen. Dafür braucht es auch Kooperation, enge Abstimmung, Know-how-Transfer. Deswegen, wir werden natürlich an diesem Austausch weiter festhalten sozusagen. Und auch die vielen Hinweise, herzlichen Dank nochmal dafür. Es sind ganz, ganz viele Hinweise, Fragestellungen auch im Chat nochmal gekommen. Auf die konnten wir jetzt nicht alle eingehen, weil wir auch gar nicht für alle Norwig Rüße konnte ja heute zum Beispiel nicht teilnehmen, der sicherlich hätte auch noch die eine oder andere Fragestellung beantworten können. Wir nehmen das alles mit, was von eurer Seite, von ihrer Seite dann noch gekommen ist, um das auch in unsere weitere Fraktionsarbeit einfließen zu lassen. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, sonst müsste mir jemand einen Förderhinweis geben, dann würde ich mich jetzt nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, auch bei allen Teilnehmenden bedanken, allen einen schönen Abend wünschen und wir bleiben im Austausch. Vielen Dank.